Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ark. Hui. Hui. Okay, so. Wir wollten eigentlich bauen. Und uneigentlich auch. Und jetzt muss ich gerade mal hier. Ich erkenne die Tür immer so schlecht, ne? Ich bin irgendwie. Egal. So. Okay, ich bin jetzt quasi in der Vorproduktion zu meinem Urlaub. Ja, und deshalb werde ich jetzt ein paar Folgen hintereinander aufnehmen. Und ihr seht, es ist immer noch der Singleplayer-Modus. Der Christoph war zwar so nett und hat mir schon total schnell den Server bereitgestellt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu testen und wollte jetzt vorm Urlaub ehrlich gesagt nicht noch einen neuen Spielstand anfangen. Deshalb mache ich noch ein paar Folgen Singleplayer. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ich hätte gerne eigentlich relativ fix den Sattel für den Flugsaurier. Das wäre echt super, aber da gab es noch irgendein Problem, nämlich, dass wir noch nicht Level 30 sind, glaube ich. Bitte. 35. Heißt der denn überhaupt so? Ich muss mal gerade gucken. Heißt der auf Deutsch so? Ich habe es ja auf Deutsch umgestellt. Ne? Und wie das immer so ist, ne? Wenn man sich einmal an die englischen Namen gewöhnt hat. Es ist ein... Ja, okay. Der heißt immer noch so. Weil der Trike heißt nämlich nicht mehr Trike. Also zumindest kann man ihn nicht mehr mit Trike suchen. Mit dem Begriff Trike. Von daher. Aber wurscht. Wir. Ich gehe mal Steine farmen nochmal, weil da bin ich mir sicher, dass wir davon auf jeden Fall noch welche brauchen, um unsere Hütte zu bauen. Das machen wir natürlich mit der Axt, ne? Eat that bitch. Denn wir brauchen ganz, ganz viele Steine. Wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen so viele Steine, wie wir Steine brauchen. Oh. Jetzt brauche ich gerade mal ein bisschen Thatch, um meine Axt zu reparieren. Das heißt, die nächsten Folgen werden auch in der Tat ein bisschen bauen, Crafting und sowas. So, das reicht schon. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerfahrer mit der Stapelgabel prahlt, ja, dann wird wieder in die Hände. Schön. Ihr wisst ja, der Klaus hat sowas schon mal, ne? So, wir sammeln Steine, denn wir brauchen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Foundations brauchen. Da muss ich gleich mal schauen, ob wir die 25 Foundations schon haben. Ich würde ja nämlich gerne und so, ne, ihr wisst schon. Ich meine, ich hätte die schon gebaut. So, ich glaube, das reicht jetzt gerade erstmal, bevor ich gleich überladen bin. Wir sind nämlich relativ weit weg vom Haus. Und ich habe keine Lust, so lange zu laufen. Langsam, lange. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, natürlich versteht ihr, was ich meine. Okay, so, pass auf. Wir schauen gerade mal. Werde ich ja irgendwo hier reingemacht haben, ne? Da natürlich nicht. Zum Glück haben wir noch nicht so viele Schränke. 21 Stein Foundations. Pass auf, wir machen das anders. Ich werde mir jetzt erstmal einen Ort suchen, an dem ich die schon mal hinsetze. Dazu werde ich erstmal hier den Krempel rausschmeißen, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Und dann gucken wir mal. Denn ich habe festgestellt, es ist immer relativ blöd. Ich brauche einen relativ ebenen Untergrund. Also nicht so abtrünnig, wie das hier ist. Und das macht es ein bisschen complicated. So, ich würde mal versuchen, hier, glaube ich, irgendwie hier so zu bauen. So. Das waren schon mal 5 in einer Reihe. Ja, seht ihr? Und hier fängt das nämlich schon an, ne? Das ist blöd. 2, 3, 4, 5. Aber in die Richtung würde es gehen. Hoffen wir zumindest mal. Ich baue erstmal die grobe Richtung. So funktioniert es auf jeden Fall schon mal.
Jetzt hoffe ich mal, dass der eine hier an der Ecke. Oh, ich. Ah, das. Scheiße. So, und der hier an der Ecke geht halt nicht, ne? Und das ist. Oh, das ist total nervig. Jetzt kann ich natürlich. Alter, jetzt geh mir doch mal aus dem Weg hier, Mensch. Jetzt kann ich natürlich versuchen, das in die Richtung zu verlängern. Was ich auch tun werde. Das heißt, wir haben da hinten die Foundations, können wir wieder abreißen. Wir machen dann einfach auf der anderen Seite die 5 voll. Kriegen wir leider nicht anders hin. Ich weiß, dass man das mit Säulen und sowas machen kann. Ich habe das aber mal probiert. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich hässlich. So, dann machen wir eben nochmal 2 Foundations hier hin. So. Und so. Guck mal, perfekt. So, und dann fehlen uns natürlich noch ein paar, die wir jetzt noch machen müssen. Ne? Die machen wir jetzt auch mal. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt. Ich habe einen Ohrwurm. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt. Lal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 a. Nochmal Stein. Fundament. 80 Stein, 40 Holz, 30 Stroh. Gut, dass wir überhaupt kein Holz haben. So. Dann würde ich sagen, reicht das auf jeden Fall für 2 Foundations, was super ist. Ja, komm, dann kann ich den anderen Mist eigentlich direkt hier lassen. So, so. Dann müssen wir wohl oder übel noch mal ein bisschen Holz fällen gehen. Aber erstmal setze ich die 2 Foundations da hinten hin. So, und von hier aus können wir immer noch unseren Bau ein bisschen erweitern. Aber wichtig war mir erstmal eine relativ große Grundfläche zu haben. Und ich finde so 5x5 ist eigentlich ganz cool. Ne? Dann, ich mag das ja, wenn es symmetrisch ist. Dann hat man nämlich überall auf jeder Seite die Chance, in der Mitte irgendwie eine Tür hinzumachen und so. Das mag ich eigentlich ganz gerne. So, ich werde jetzt nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. So. Ein bisschen Stein noch dazu. Level up verfügbar, babdu. Level up verfügbar, babdu. So, das dauert bei den Steinen irgendwie relativ lange. Das ist mal schlimm. Ein kleiner Ruckler. So, pass auf, dann nehme ich jetzt hier nochmal so ein paar Steine mit, die wir hier so finden. Na, 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 wo sind die Steine? Da sind die Steine. Oh, du bist überladen. Aber ich kann ja bestimmt schon mal. Oh, eins. Genau eins kann ich machen. Ja, uns fehlt wahrscheinlich Thatch, nehme ich an. Thatch wird uns wahrscheinlich fehlen, aber da haben wir ja Gott sei Dank noch genug gelagert hier. Ja, Thatch ist das Problem. So, und so. Und Steine waren, glaube ich, in der Tat auch das Problem. So, Stein Foundations, 2 Stück. Fehlt uns, glaube ich, noch eine, wenn ich richtig gerechnet habe. Und uns fehlt natürlich Stein. Okay, so, Gewicht. Ich werde nochmal ein bisschen Gewicht machen. Die Punkte werde ich später verteilen. Jetzt gehen wir erstmal. Ich gehe erstmal die Foundations wieder setzen. So, wenn wir die nämlich haben, dann haben wir eigentlich schon mal einen ganz guten Startpunkt. Die Wände und sowas, das geht nämlich alles ein bisschen schneller, weil wir dafür ein bisschen weniger Material brauchen. Aber uns fehlt noch eine. Eine fehlt uns noch und dazu fehlt uns Stein, wenn ich das richtig. Okay, den kann man offensichtlich nicht kaputt hauen. Dann nehmen wir die da.
Kenn ich nix. So 80 Steine sind auch echt schon viel, ne? Da farmt man sich alleine ein bisschen blöd. Aber ich habe ja die Multiplikatoren ein bisschen angepasst. So, da ist die eine Foundation, die wir noch brauchen. Mehr können wir auch gar nicht craften, das reicht uns aber auch schon. So, zack, fertig. Okay, so, dann können wir die nämlich hier mal rausmachen. Und dann würde ich gerne hier mal gucken. Stein. Den Türrahmen brauche ich. Die Wand brauche ich. Die Decke brauchen wir früher oder später. Und wir brauchen auch eine Tür. Und dann nehmen wir natürlich die holzverstärkte Tür, ist ja klar. So, dann bauen wir als erstes mal eine Tür. Also einen Türrahmen, eher gesagt. Und den hauen wir uns auch hier mal rein. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde gerne auf allen vier Seiten, glaube ich, würde ich eine Tür machen. Irgendwie so sicherheitshalber. Glaube ich, wäre das ganz cool. So, was fehlt uns denn? Stroh und Stein natürlich, ja. Was auch sonst. Uns fehlt natürlich Stein, lalalala. So, das wird jetzt alles ein bisschen dauern hier, ne? So. Achso. Hallo? So. So. So, wir sammeln mal. Ich sammle jetzt hier mal ein paar Steine so auf. Wenn die hier schon rumliegen, kann man das ruhig mal machen, ne? Dann hat man... Also hier ist Erz. Dann hat man halt einfach das Flint nicht, ne? So, jetzt können wir zum Beispiel schon mal die Tür machen. Ja, und da wäre ich ja auch schön blöd, wenn ich das nicht machen würde. Pass auf, ich nehme mal ein bisschen Fetch, ne? Weil Fetch werden wir ein bisschen brauchen auch. Ich weiß natürlich, dass wir eigentlich Fetch noch ausreichend im... Alter, erschreckt mich schon nicht so. Im Haus haben. Aber das ist jetzt erstmal egal. Na klar. Kurz mal speichern hier. Das ist kein Problem. Okay, so. Die Tür haben wir uns schon gecraftet. Das ist schon mal super. Dann können wir die nämlich schon mal da einbauen. So. Jetzt ist die Frage. Pass auf. Ich... 1, 2, 3. Ja. Und 1, 2, okay. Zwei Türen können wir nur bauen. Das macht aber erstmal nichts. Ich würde mir wirklich gerne auf jeder Seite hier so eine Tür bauen. So. So. Irgendwie fühle ich mich da sicherer, weil ich dann zu jeder Seite halt einen Fluchtweg habe. Finde ich eigentlich ganz cool. So, was fehlt mir denn zu der letzten Tür? Holz. Na klar, Holz. Ist aber kein Problem. Dann gehen wir uns kurz ein bisschen Holz sammeln. Ja. Nochmal eine Tür craften. So, und dann können wir nämlich den Türrahmen und die Holztür hier schon mal rausschmeißen. Wir brauchen nämlich dann nur noch erstmal Wand und Decke. Wobei ich überlege, ob ich ein paar Fenster einbaue. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das unten schon möchte. Gucken wir mal. So, erstmal Tür. So. Wunderbar. So. Pass auf. Ich gucke mal nach Fenster. Ne, warte mal, habe ich die nicht gelernt? Fenster, Holzfensterrahmen. Oh, habe ich nicht gelernt. Steinfensterrahmen. Benötigt Holzfensterrahmen, natürlich. Das bedeutet, ich werde hier nochmal... Ich werde nochmal Gewicht nehmen. So, pass auf, Fenster. Steinfensterrahmen, den müssen wir natürlich mitnehmen. Holzfenster. Brauchen wir vermutlich auch. Und ab 30 gibt es dann vermutlich erst das Steinfenster. Ne? So, pass auf. Dann brauchen wir nämlich hier einen Steinfensterrahmen noch. Und für den Steinfensterrahmen fehlt uns Holz.
Okay, so, pass auf. Wir gehen jetzt erstmal schauen. Na komm, wir gehen. Wir gehen doch nicht erst schauen, ob wir noch Holz im Dings haben. Ich nehme den Baum hier einfach jetzt noch mit. So, dann ist nämlich die Axt kaputt. Dann kann man die nämlich reparieren. So, und ich glaube... Ja, komm, das wird uns eh nicht reichen vom Holz her. Ne? Ich gehe jetzt doch gerade mal in den Schrank, um mal zu schauen, was wir denn da noch so an Vorrat haben, so materialtechnisch. Stein haben wir auf jeden Fall nicht mehr drin. Und Holz haben wir auch nicht mehr drin. Ne? Das bedeutet allerdings, ich nehme mir jetzt hier mal den ganzen Thatch raus, den werden wir eh brauchen. Dann gehe ich nämlich jetzt nochmal ein bisschen auf Holzfarm-Mission. Axt haben wir repariert. So langsam lichten sich die Bäume, aber auch die wir hier in der Nähe haben. Ne? Da müssen wir auf kurz oder lang müssen wir uns eine Alternative suchen. Aber erstmal nehmen wir nochmal ein bisschen Holz mit hier. Also ich würde, glaube ich, gerne neben den Türen links und rechts jeweils ein Fenster machen. Das bedeutet, ich brauche 8 Fenster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ich weiß nicht, was uns noch fehlt. Vermutlich Steine. Super. 2. Dann gehen wir noch mal ein bisschen auf Stein. Sammel. Mission. So. 3. 4. So geht das nämlich eigentlich relativ fix, ne, wenn man die Materialien hier so einsammelt. 6. Und sich die Crafting-Dinger unten in die Leiste packt. Finde ich eigentlich ganz angenehm. 7. So, und ich vermute fast, uns wird jetzt was anderes fehlen. Ah, ne. 8. So, pass auf. Dann gehen wir nämlich erstmal die Fenster da hinsetzen. Nehmen wir mal zwischendurch noch mal ein paar Steine mit hier, ne, wenn ich die gerade hier so rumliegen sehe. Wenn früh am... So. Zwischendurch natürlich mal auf die Uhr gucken. Denn ich hatte ja angekündigt, ich werde die Folgen ein bisschen kürzer gestalten. So, pass auf. So. Und so. Ja, das sieht gut aus. Nein, nein, nein. Scheiße. Naja, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Fenster. Na, hat der Klaus sich verkleckt. Wir brauchen bestimmt irgendwann nochmal ein Fenster. Also verschwendet ist das auf keinen Fall. Aber bevor ich jetzt nochmal falsch klicke, das kommt erstmal weg und das kommt auch erstmal weg. Tür brauchen wir auch nicht mehr und Türrahmen auch nicht. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch Wände. 2, 4, 6, auch noch 8 Wände. Ich finde das so eigentlich ganz schnieke mit den Fenstern links und rechts. Gefällt mir ganz gut. So, für die Wand brauchen wir Holz und Stein. Wer hätte es gedacht? Okay, erstmal ein bisschen Holz sammeln, aber die Steine hier kann ich natürlich eigentlich auf dem Weg schon mitnehmen. Denn die brauchen wir sowieso. Aber natürlich das Holz nicht vergessen. So, 3 Wände, dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Stein mit. Aber ich möchte die Axt eigentlich jetzt nicht so sehr mit dem Stein beanspruchen. Weil wir ja auch noch Holz brauchen, ne? So. Okay, so. Nochmal ein paar Steine mitnehmen. Ich würde eigentlich gerne in dieser Folge die Wände zumindest noch fertig kriegen. So, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Hatten wir schon 8? Wir hatten schon 8. Perfekt. Super. Läuft bei uns, ne? Ach, eigentlich gut, dass wir Bären eingesammelt haben. Wir haben nämlich ein bisschen Hunger. Oh, da ist ein Tyrannosaurus. Hoffentlich jagt da nicht mich. So, die Wände hier mal eben reinziehen. So.
So. So. So. So. So. Und so. So, dann haben wir nämlich erstmal ein bisschen Wand. Aber solange ich hier noch keine Decke habe, gehe ich erstmal wieder in die Heuhütte. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich da noch sicherer. So. Hier mal schnell rein. Schnall die Tür zu. Ach so, genau. Ich wollte noch was essen. Das hier. Das hier. Die beiden. Joa, das wird nicht ganz reichen, ne? Aber. Oh, warte mal. Haben wir Level 30 erreicht? War das unser Level 30? Oh, guck mal, das war unser Level 30. Pass auf. Sattel. Ach, das war es mit 35, ne? Ja, Mist. Mit 35 gibt es erst den Flugsaurier-Sattel. Okay, ich spare mir erstmal ein paar Punkte auf. Die Beeren schmeiße ich gerade mal hier raus, weil ich die gerade nicht brauchen kann. Aber, ja, nein, das soll es mit dieser Folge erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge bauen wir auf jeden Fall weiter. Unser Steinhaus, ich würde gern in der nächsten Folge die Wände und die Decke fertig kriegen und schon mal vielleicht eine zweite Etage anbauen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Gucken wir mal. Wird auf jeden Fall. Ja, in diesem Sinne, wie immer, wenn euch das gefallen hat, kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ark wieder. Bis dahin. Tschüss.